Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu Guild Wars 2. Ja, beim letzten Mal haben wir unsere persönliche Geschichte der Stufe 30 abgeschlossen. Und jetzt heißt es erstmal wieder Level bis Stufe 40. Wir haben uns einem Pakt angeschlossen. Wir sind jetzt bei diesen Spionagetypen, wenn ich das jetzt so nennen soll. Die genaue Bezeichnung habe ich nämlich mal wieder vergessen. Und ja, wir haben 58%. Es fehlen noch drei Aufgaben. Ach, hoppala. Drei Aufgaben von den Feldern. Und ich möchte heute auch erstmal gucken, dass wir hier unsere Wegmarken vollständig haben. Das heißt, wir gehen nochmal in den Norden und gehen dort zu dem Bluthügel. Und ich glaube, da fehlt sogar auch noch eine Sehenswürdigkeit. Also gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, was gibt's zu erzählen? Es gibt nicht viel zu erzählen, glaube ich. Wir sind im Stream. Das kann ich ja mal kurz erzählen. Chronik. In der Chronik haben wir heute Kapitel 4 abgeschlossen. Und beginnen am Sonntag mit Kapitel 5, logischerweise. Also wenn ihr da zugucken möchtet, dann seid ihr wie immer herzlich eingeladen. Sonntags fangen wir immer um 13 Uhr an mit dem Stream. Und ja. Ich habe es witzigerweise die letzten Sonntage immer geschafft, an einem Tag ein Kapitel abzuschließen. Ich weiß aber, dass es in Guild Wars definitiv nicht Standard ist, dass man an einem Tag, in Anführungszeichen, also innerhalb von ein paar Stunden, ein ganzes Kapitel abschließt. Das bin ich definitiv nicht gewöhnt. Wir haben, bei der persönlichen Geschichte war das, glaube ich, sogar der Fall, haben wir auf jeden Fall festgestellt, dass das auch gerne mal ein bisschen länger dauern kann. Da haben wir einige Wochen dran gesessen. Da muss ich aber dazu sagen, die Stream-Sessions dauern immer so im Schnitt 2 bis 3 Stunden. Aber wir reden da bestimmt schon mal von einer Spielzeit von 6 bis 9 Stunden, das kann man schon so sagen. Deswegen finde ich die Kapitelanzahl mit 3 Stunden eigentlich ganz gut. Das ist, finde ich, nicht zu lang. Könnte vielleicht ein bisschen länger sein, aber zu kurz finde ich es eigentlich auch nicht. So. Wegmarke 20 von 22, 2 fehlen noch. Und jetzt gehen wir noch hier in die Richtung der Sehenswürdigkeit. Ich weiß gar nicht, wir waren hier ja schon mal und haben hier eine Aufgabe gemacht. Ich kann ganz ehrlich nicht mehr sagen, warum wir da nicht die Sehenswürdigkeit mitgenommen haben. Möglicherweise habe ich die da einfach nicht gesehen. Das ist gar nicht so einfach, da hochzukommen, fällt mir mal gerade auf. Okay. Das ist jetzt aber ganz schön spannend. Weil... wir müssen jetzt hier ganz schön uns durchkämpfen. Ah, sehr gut, das hat jetzt schon gezählt. Super. Dann müssen wir jetzt nicht ganz in das Lager hinein. So. Dann haben wir hier noch ein unentdecktes Panorama. Das heißt, wir gehen mal weiter in die Richtung. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Dann gehen wir mal ganz schnell weg. Ich will nämlich nicht die Nächste sein, die angefallen wird. Und dann gucken wir mal, ob wir das Panorama dort vielleicht auch aufdecken können. Und
läuft denn der hin? Bist über dein Ziel hinausgeschossen, so oder so ähnlich. Ja, irgendwie ist, wenn ich das nicht, also ich habe jetzt nicht nochmal in die News im Detail reingeguckt, aber nach wie vor, wir haben heute den 23. Also ich nehme das hier wirklich nur ein paar Stunden nach der Stream-Session auf, für die Leute, die den Stream geschaut haben. Wir haben übrigens immer noch keine Veröffentlichung, glaube ich, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, für End of Dragons. Hieß das Addon so? Ich blamiere mich wahrscheinlich gerade bis auf die Knochen, wenn es jetzt falsch ist. Aber auf jeden Fall fürs nächste Addon. Da steht, glaube ich, immer noch. Aber ich habe nicht nochmal reingeguckt. Deswegen, wenn das jetzt falsch ist, bin ich noch zu 50% schuld. Aber mein letzter Stand ist immer noch Februar. Da gab es bis jetzt noch keine neue Info. Da bin ich ehrlich gesagt überrascht, weil Februar ist bald. Na klar, der Februar hat 28 Tage, da ist auch eindeutig, aber naja. Ne? Also ich bin gespannt. Februar, da ist Spinat. Spinat ist gesund, wenn ich es essen würde. Also ich esse keinen Spinat, ich bin sehr krüsch. Das würde ich auch niemals bestreiten. Also ich esse, fangen wir damit an, was ich nicht esse, weil... Das, was ich esse, da müsste ich wirklich überlegen. Auf jeden Fall ist es relativ einfach bei mir. Alle Sorten von Kohl. Sei es Wirsing, sei es Kohlrabi. Kohlrabi zähle ich eigentlich auch schon fast zu der Kategorie. Ich mag es eigentlich, aber wenn ich es mir kaufe, esse ich es nicht. Ich kann es nicht erklären. Ich habe es, glaube ich, schon dreimal jetzt gehabt, dass ich mir Kohlrabi, ich wollte gerade Spinat sagen, dreimal Kohlrabi gekauft habe, unter anderem auch noch in der Zeit, wo ich meine Meerschweinchen hatte. Und gedacht habe, Mensch, isst du auch mal ein bisschen Kohlrabi mit? Ich habe das Zeug am Ende nicht angerührt. Ich weiß nicht, warum. Also ich bin wirklich... Ich bin unter anderem natürlich auch nicht gewohnt, das muss ich vielleicht auch dazu sagen, ich bin es nicht gewohnt, Obst und Gemüse großartig zu essen. Weil ich es musste. Mein Blut. Wobei ich sagen muss, meine Mutter hat mich jetzt nicht nur mit Süßigkeiten oder so vollgestopft. Das auch nicht. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass es bei uns jetzt regelmäßig irgendwie Äpfel, Bananen oder sowas großartig in Mengen gegeben hat, sodass ich mich da einfach bedienen konnte. Und einfach gedacht habe, ja, ist normal. Ich weiß auch nicht. Also... Man sagt ja immer, was das Bäuerlein nicht kennt, frisst der Bauer nicht oder irgendwie so. Ich habe das nicht so mit Sprichwörtern. Ich habe die immer so halbwegs im Kopf und amüsiere damit meine Umgebung. Aber das trifft wirklich zu, weil wenn man es nicht gewohnt ist, als Kind zum Beispiel oft Obst und Gemüse zu essen, und davon rede ich jetzt in dem Punkt, war da gerade Candy Corn? Das war ein Bug. Das kann ich aber hundertprozentig sagen. Candy Corn ist hier nicht mehr zu sehen. Lol. Und ich hab's auf Aufnahme. Wuppdiwupp. So, wir haben hier noch eine Webmarke, die wir holen müssen. Das heißt, und hier unten haben wir sogar noch eine Sehenswürdigkeit. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal Richtung Süden. Wir machen heute also erstmal vorrangig ein bisschen Sightseeing-Tour. Ich glaube, das ist das richtige Wort dafür. Ja, wie gesagt, alle Arten von Kohl. Banane esse ich nicht. Außer in Milchshakes. Also vom Geschmack her ja. Aber wenn man mir eine Banane vorsetzen würde, nö. Geht nicht. Kriege ich nicht runter. Tomaten im normalen Rohzustand kriege ich auch nicht runter. Also wirklich eine normale Tomate jetzt. Wenn sie in einem Tomatensalat, jetzt kommt wieder der Witz, wenn sie in einem Tomatensalat verarbeitet wird, dann schon. Fragt mich nicht, warum das so ist, aber ich liebe abgöttisch Tomatensalat. Da muss ich sagen, hat die Mutter meines Freundes mich dazu gebracht, weil die haben einfach mal gesagt, hier, Mensch,
Probier doch mal, weil ich gesagt habe, nee, ich mag keine Tomaten. Und ich hätte nie erwartet, dass ich den so gern esse, aber ich kann euch sagen, woran es liegt. Es schmeckt nicht nach Tomate. Heuriger. Der schmeckt einfach nicht nach Tomate. Der hat nicht ansatzweise einen Tomatengeschmack. Geruch, genau. Also keinen typischen Tomatengeschmack. Und im Endeffekt ist da auch nicht viel drin, ne? Ich glaube, wir sterben gleich. Das war knapp. Da ist eigentlich Tomate drin, ich glaube ein bisschen Essig, war jetzt nicht viel, nur ein Löffel oder so. Und Zwiebeln sind da relativ viel im Verhältnis zu den Tomaten gesehen. Und die sorgen irgendwie dafür, dass ich das Zeug total gern esse. Ja, also ich kann nur sagen, Leute, wenn ihr keine Tomaten esst, probiert mal einen guten Tomatensalat. Was soll ich dazu sagen, ne? Ich selber habe eine absolute Obsession entwickelt dafür. Also im Sommer freue ich mich immer schon, wenn wir grillen, darauf, dass es gleich Tomatensalat geben wird. Ja. So, was haben wir noch so in der Kategorie? Also Mandarinen esse ich eigentlich. Dieses Jahr aber, beziehungsweise letztes Jahr zum Beispiel, hatte ich keinen Bock auf Mandarinen. Da habe ich die Mandarine, die ich zu Weihnachten immer bei meiner Mutter kriege. Klingt ein bisschen komisch, aber auf unserem Mischteller. Sie macht immer noch für uns die Mischteller. Also zumindest für mich. Gibt es immer eine Mandarine und ich hatte keinen Bock auf die Mandarine, ne? Manchmal ist es ja auch so, dass man einfach keine Lust darauf hat, da jetzt gerade dieses Obst zu essen. Aber normalerweise habe ich mit Mandarinen nie Probleme Da ist gehabt. die Kraft. So. Was ist denn noch so ein Standardobst, was man eigentlich isst? In Anführungszeichen, immer unter Vorbehalt. Was gibt es denn da noch so? Gurke. Gurke esse ich eigentlich, aber auch wirklich eigentlich nicht viel, muss man so sagen, ne? Also, Gurke esse ich definitiv. Also, wenn man mir Gurke reicht, dann esse ich Gurke. Aber ich würde mir jetzt auch keine Gurke kaufen. Weiß auch nicht. Es sind, glaube ich, wirklich die Gewohnheiten. Und ich finde, auch Gurke ist so ein Snack, der sättigt ja auch nicht, ne? Muss man einfach so sagen. Der ist ja nur Wasser, ne? Nein! Ach, Gott sei Dank, außer Reichweite. Den wollt ihr auch gar nicht angreifen. Karotten esse ich, aber auch nicht wirklich viele. Weil mir davon immer die Zähne irgendwie wehtun. Und das Schneiden ist so umständlich und ja. Man könnte jetzt meinen, dass das Ausreden sind, aber ja. Ich denke einfach wirklich, dass ich es nicht gewohnt bin, wenn ich mir wirklich mal in den Hintern treten würde. Dann würde ich vielleicht auch mehr Obst und Gemüse essen. Wobei ich jetzt wirklich nicht viel Obst genannt habe. Also die ganzen Beeren, die es gibt, Himbeeren, Heidelbeeren, Blaubeeren. Jetzt fängt es auch schon an zu schwächeln, mein Gedächtnis. Was gibt es noch für Beeren? Erdbeeren. Obwohl man wirklich sagen sollte, Erdbeeren, wie kann man denn keine Erdbeeren mögen? Erdbeeren ist ähnlich wie Banane. Die Geschmacksrichtung finde ich sehr lecker. Aber wenn man mir das hinstellt, das Obst dazu, esse ich eine Erdbeere und dann war es das für das restliche Jahr. Wo willst du denn hin, sage mal? Was ist denn mit dir? Du rennst hier einen halben Marathon zusammen. Ist ja wunderbar. Also Banane esse ich, wie gesagt, gar nicht. Da wüsste ich nicht mal, was passiert, wenn ich da reinbeiße. Ob ich einen Ekelanfall kriege oder keine Ahnung. Erdbeere ist schon so, dass ich das esse, aber eine Erdbeere. Und das war's. Ich würde mir jetzt auch nie ein Stück Kuchen, ein Erdbeerstück Kuchen, also ein Erdbeer, mein Gott, ein Stück Erdbeertorte oder Erdbeerkuchen besorgen, weil ich da einfach nie richtig Bock drauf habe. Ist ähnlich. So, was haben wir noch? Fällt mir noch irgendwas an Gemüse ein? Wir hatten Kohlrabi, Kartoffeln esse ich natürlich, um Gottes Willen, das wäre ja schlimm, dann hätte ich ja wirklich nichts mehr.
Erbsen und Wurzeln esse ich auch, wenn sie gekocht sind. Wie gesagt, Wurzeln sind das ist so mein Favorit. Aber ansonsten esse ich Erbsen und Wurzeln auch. Ich esse auch Bohnen. Ja, aber dann hört es auch schon auf mit den Beilagen bei mir, ne? Ja, das ist jetzt einfach mal die ungeschorene Wahrheit. Da fasst sich wahrscheinlich jeder andere hier an den Kopf und sagt sich, wovon hat die bis jetzt gelebt? Ja, von Kartoffeln und Nudeln, ne? Also seit ich alleine wohne, mache ich mir eigentlich gar keine Beilagen mehr. Und es hat sich jetzt auch nicht sonderlich geändert, seit ich mit meinem Freund zusammen wohne. Das wollte ich gar nicht. Weil er ist da so ein bisschen ähnlich wie ich. Er braucht es jetzt auch nicht unbedingt. Und so hat sich das dann eingeschlichen, dass wir beide eigentlich nicht mehr so wirklich viel Obst und Gemüse essen. Ganz selten mal, alle paar Monate mache ich mal einen gemischten Salat mit Möhre, Gurke. Ich glaube, Tomate mache ich nur rein, wenn er ihn isst. Ansonsten kommt Tomate nicht rein, weil Tomaten roh mag ich halt auch nicht, wenn man sie direkt rausschmeckt. Eisbergsalat und einem Dressing dazu. Selbstverständlich. Wobei, selbstverständlich ist das auch nicht vielleicht mittlerweile. Aber bei Dressings, da greifen wir noch zu den Fertigdressings. Da sind wir noch nicht in der Selberherstellung. Ansonsten sind wir ja, muss ich ja mal ganz wirklich zu uns selber sagen, bisher eigentlich gut dabei, unser Essen mehr und mehr selber zu kochen. Also ich habe jetzt fast alle Gerichte einmal fast durch, bis auf, jetzt muss ich kurz überlegen, welches Gericht das ist. Ich habe ein Gericht dabei, da traue ich mich noch nicht ran. Ich glaube, das ist Kassler. Da habe ich noch ein bisschen Bedenken wegen der Soße. Und da traue ich mich noch nicht so hundertprozentig ran, weil Kassler ist für mich ein besonderes Essen. Meistens ist Kassler nicht günstig. Wir besorgen das logischerweise auch nur im Angebot. Wir kaufen jetzt nicht so Luxe wie da Kasslerfleisch. Aber das gibt es halt wirklich nur alle paar Monate bei uns. Und da bin ich mir halt sehr, sehr unsicher und möchte auf keinen Fall riskieren, dass ich mir das Fleisch versaue, indem ich da eine schlechte Kasslersoße nehme. Also ich habe ein Rezept, was ich jetzt auch verwende, aber ich bin mit dem noch nicht so hundertprozentig zufrieden, weil im Endeffekt ist das einfach nur eine Soße mit Suppeneinlage. Mehr ist es nicht. Und ich habe da immer noch. Vielleicht ist es auch bescheuert und braucht man nicht, aber ich habe irgendwie die Hoffnung, dass ich vielleicht irgendwann da nochmal ein besseres Rezept finde. Bislang hat das aber noch nicht. Ist das noch nicht passiert. Solange wir das nicht haben, nehmen wir das Rezept. Hey, eine Schneeeule. Warum läuft die? Sieht ja auch lustig aus. Sag mal, Eule, hast du mal mitbekommen, dass Tag ist? Wobei, es ist Nacht, ich nehm's zurück. Aber warum läufst du? Und das sieht lustig aus. Es sieht lustig aus. Naja, gut. Lassen wir die Eule Eule sein. So, da gibt es einen Heldenpunkt und den versuchen wir jetzt. Volles Programm und dann ist es gar kein Problem. Gute Idee. Zieht jetzt los und tut Gutes in der Welt. Werdet eine Legende. Das war jetzt ziemlich einfach. Aber wir hatten auch alles gezogen, was wir haben. So, jetzt muss hier irgendwo, glaube ich, ein bisschen ändern. Glaube
glaube ich. Ach nee, da oben. Ja, heute sind wir irgendwie ein bisschen im Thema Essen und Trinken. Wobei Trinken ja nicht, eher so das Essen. Gesunde Ernährung vielleicht sogar. Wobei ich absolut, ich bin ganz schlecht darin, mich gesund zu ernähren. Wie ihr gerade gehört habt. Ich bin da wirklich nicht gut drin, ne? Meistens gewinnt dann der Schweinehund. Wenn ich dann irgendwann mal wieder, wahrscheinlich in diesem Jahr auch wieder, wie immer eigentlich, einen Rappel kriege und mir denke, Mensch, muss dich mal dran gewöhnen und versuch doch erstmal nur ein Obst und ein Gemüse oder irgendwie sowas, dich anzunähern an das Gemüse und Obst, es einfach mal zu probieren und es öfters zu essen, dann wird das schon, ne? Nein. Also bis jetzt habe ich es nicht geschafft. Das Einzige, woran ich mich jetzt mehr und mehr rantaste, sind wirklich Tomaten, aber wirklich schon über eine sehr, sehr lange Zeit. Also ich würde sagen über ein Jahr. Aber ich bin immer noch nicht an der Stelle, wo ich mir jetzt, ich sage jetzt mal ganz einfach salopp gesagt, einen Topf nehmen würde und daraus Tomaten essen würde. Also das, das würde ich immer noch nicht machen. Könnte ich einfach noch nicht. Das würde ich nicht schaffen. Da würden mit Sicherheit unzählige Tomaten ihr Leben lassen. So, hier unten haben wir noch eine Aufgabe und eine Sehenswürdigkeit. Die müssen wir noch machen. Und ich glaube, das bietet sich an. Da gehen wir jetzt hin. Ja, aber solange ich ganz ehrlich sagen muss, ich lasse mich regelmäßig vom Arzt durchchecken. Das heißt, einmal im Jahr wird ein Blutbild gemacht. Ich weiß nicht, wonach die unterscheiden, aber manchmal gibt es sogar mit Urinproben. I don't know. Aber Blutbild reicht ja eigentlich auch. Meiner Meinung nach. Solange er mir nicht sagt, oh mein Gott, ihr... Wie soll ich sagen? Ihr Blutbild sieht miserabel aus. Sie haben massive Defizite in allen Bereichen oder sowas. Werde ich, glaube ich, keine Gruppe, also keine Sinn. Wie sagt man dazu? Ich werde mich dann nicht. Ich krieg dann nicht diesen Arschtritt, den man braucht. Wisst ihr, was ich meine? Also muss ich wirklich sagen, ich glaube, ich brauche da erst den Arzt, der mir dann vielleicht erst sagt, Mensch. Passen Sie mal auf. Essen Sie mal ein paar Bananen mehr oder so. Ich weiß auch nicht. Bei meiner Mutter zum Beispiel ist es so, durch ihre Krankheit, sie soll einmal am Tag eine Banane essen. Also der ist direkt empfohlen worden. Ich glaube wegen dem Kalzium. Oh Gott, ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster. Ja, aber ich glaube, es war so. Soll sie regelmäßig Bananen essen. Wobei ich sagen muss, meine Mutter ist gärtenschlank. Im Gegenteil, die hat Untergewicht. Das hängt aber mit ihrer Krankheit auch zusammen, dass sie jetzt so im Untergewicht ist. Sie hat aber in den letzten Jahren wirklich zusehends Probleme bekommen, ihr Gewicht zu erhöhen. Und das ist ehrlich gesagt, muss ich ehrlich sagen, da bin ich froh, dass es mir andersrum mal geht. Weil das ist auch nicht schön. Wir haben zwar auch eine Vermutung, woran es liegt, weil ich sehe, wovon sie sich ernährt. Aber ja. So, das. Das muss ich bestimmt abgeben, oder? Ach du Scheiße. Da ist die Kraft. Hm.
Nee, aber meine Mutter ist eigentlich, die ist eigentlich im Verhältnis zu mir, ist die haufenweise Obst und Gemüse. Also ich sehe bei ihr eigentlich zum Beispiel immer Weintrauben, wie gesagt, Banane. Apfel weiß ich jetzt nicht, ob sie so ein Apfelesser ist. Ich denke eher nicht. Aber die Tatsache schon allein, dass sie regelmäßig Weintrauben, Tomaten isst sie sehr, sehr gerne. Also wenn sie keine Tomaten hat, dann ist da schon was verkehrt. Ja, das ist. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass es an meiner Mutter liegt, dass ich jetzt so eine schlechte Ernährung habe. Aber ich muss schon irgendwie mit irgendwas zusammenhängen. Und natürlich, ich gebe das offen und ehrlich an, heutzutage ist niemand anders schuld außer ich selber. Weil man kann es immer noch versuchen zu ändern. Man kann sich auch einfach mal einen Apfel holen im Laden. Und man kann auch einfach mal Gurken kaufen. Das sehe ich komplett so ein. Aber ja. Viel reden und wenig machen ist dann immer so eine zwiespältige Sache. So, und damit haben wir das hier auch schon abgeschlossen. Jetzt gucke ich nochmal genau hin. Ich glaube, wir sind jetzt hier in dem Gebirge fertig und haben jetzt noch eine Aufgabe in diesem Gebiet und auch eine Wegmarke nicht aufgedeckt. Jetzt die spannende Frage. Oh. Werden wir angegriffen? Ich sollte mich in eine andere Ecke der Höhle bewegen. Oh, das ist ein anderer Spieler. So. Das heißt, wir porten uns erstmal hier raus. Da unten haben wir noch. Das war jetzt praktisch. An der Stelle haben wir auch noch eine Panorama. Da fehlen uns noch einige. Also, ich glaube, beim nächsten Mal werden wir erstmal Panoramas angehen. Da sind ja einige noch offen. Nicht ganz. Was mache ich, wenn ich einen Piraten sehe? Süß. Einfach schön aufpassen, ja? Ja, klar. Oh, hier ist gerade ein Event am Laufen. Da sollten wir aufpassen. Das Panorama ist wahrscheinlich ganz oben auf dem Dach. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da hin? Okay, das sieht gut aus. Ah ja, einfacher als gedacht. Sehr schön. Ich kann mich auch noch an die Quest hier erinnern. Das heißt, die war auch nicht so. Naja, schwer, leicht. Mittelding, ne? So ein Mittelding. Ich erinnere mich dran, da ist die Spinne. Habt ihr sie gesehen? Die One-Shot-Spinne. Und das wird auch die Boss-Quest sein. Die hat uns das eine Mal nämlich einfach. Jo, da fliegt erstmal ein Spieler lang. Niemand ist so brillant wie ich. Ja, das sowieso. Wir haben nämlich ein Level abbekommen und bekommen neue Hosen. Zustandsfähigkeit, da nehmen wir das hier. Die ziehen wir auch gleich mal an. Geil, unsere Taschen sind wieder mal voll. Da habe ich so einen leichten Flashback an heute Mittag. Wo sind sie denn? Das können wir auch mal ausrüsten. Wer die Hosen findet, darf sie behalten, so oder so ähnlich. Wo sind sie? Haben wir eine Bezeichnung dafür? Nee, ne? Ich habe keine Ahnung, wo diese Hose ist. Holy crap, wann ist denn unser Inventar so voll geworden? Das habe ich ja mal wieder überhaupt nicht mitbekommen. Es war doch eine Hose, oder? Ich bin mir relativ sicher, dass das eine Hose war. Ich sehe die nicht. Da unten? Jawollo, ausrüsten. Okay, wir müssen ganz dringend unser Inventar aufräumen, meine Lieben. Aber das werde ich offline machen. Hier unten haben wir noch eine Sehenswürdigkeit. Die holen wir uns noch an dieser Flagge. Ich sollte hier mit Fallschaden aufpassen. Ich habe mir nämlich schon mal das Genick gebrochen dabei. Zack. Aua. Gedacht, es ist tief genug. Vielen Dank.
Oh, ein junger Flusslindwurm. Ich glaube, den haben wir noch nicht. Ich bin verkehrt. Ich verwechsel immer wieder aufs Neue, dass wir ein Magier sind. Mein Gott, ich bin völlig auf die Begleiter fixiert. Da war ja was. Die können wir nicht sehen. Wir sind Magier. Und ich habe gerade alles gepult, was es zu pullen gibt hier. Wir holen mal unseren Beschützer raus. So. Damit haben wir das. Wir müssen jetzt hier mal aufpassen. Oh, das Ei, das nehmen wir mal mit. Ach so, damit kann man gar nichts machen. Okay, wir haben ein Ei gegessen. Wunderbar. Eier zum Beispiel mag ich sehr gerne. In jeglicher Form. So, da unten haben wir noch ein Panorama. Gehen wir mal zurück an die Küste. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Champion, wütende Spinnenkönigin, ja. Die kann mal mir gestohlen bleiben. Ich habe da gerade einen anderen Namen gelesen. Bloß gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. So, das Panorama. Ach, das war ja das da oben. Das da oben. Wie kommt man denn da hin? Das sieht mir aus wie ein Höhleneingang oder Ausgang. Spannende Geschichte. Gucken wir mal, finden wir mal den Weg da hoch. Berge erklimmen, ne? Interessante Geschichte. Hier scheint es nicht hochzugehen. Kommen wir vielleicht auf das Panorama nur, indem wir hier unten gucken? In der Schlucht? Oh, ein junger Adler. Ein Adler wäre auch mal cool als Begleiter bei uns, oder? Ich glaube, wir müssen hier echt mal wieder mal nach ein paar Begleitern Ausschau halten. Aber wir haben mit unserem Jäger einfach zu viel zu tun, meine Lieben. So, wo kommen wir hier hoch? Da sehe ich keinen Aufgang. Hier könnte es klappen. Nee, hier klappt es leider auch nicht. Okay. Wir gucken mal von der anderen Seite, von der Schlucht aus. Das sieht nämlich schon besser aus, wenn ich mir das so angucke. Könnte dann schon eher funktionieren. Hier haben wir auf jeden Fall einen Höhleneingang. Ich will aber erstmal versuchen, ob wir hier nicht auch ohne durch die Höhle zu gehen. Aber es sieht schlecht aus. Wir müssen da... Nee, wir müssen wahrscheinlich in die Höhle rein. Na gut. Okay. Aua. Hör mal auf damit. Uiuiui. Oh, Pilze. Die nehmen wir immer schön mit. Pilze sind wichtig. Und da haben wir auch unser Panorama. Huch, wo kommt ihr denn her? Hallo? Hier scheint ein Respawn-Punkt zu sein.
So, dann wollen wir uns mal ganz schnell das Panorama holen, wa? Ja, da ist die Grafik wieder ein bisschen später aufgeploppt, ne? Weiß man noch nicht genau, woran das liegt, ob wir die Grafik einfach höher stellen müssen oder meine Grafikkarte einfach überfordert ist, also mein PC in dem Fall. Das weiß ich noch nicht. So, es fehlt noch ein Wegmarker und eine Aufgabe. Also der sagt uns bei der Aufgabe, sagt er uns die Speer. Das heißt, wir gehen da mal hin. Ich weiß aber, eigentlich bin ich mir relativ sicher, dass wir mit dem Speer gesprochen haben. Aber vielleicht haben wir es auch nicht. Das Panorama ist aber nicht so schwer. Junges Schwein, gleiches Prinzip. Was haltet ihr davon, wenn wir uns nächstes Mal einfach mal ein Schwein als Begleiter holen? Das wäre doch bestimmt lustig. Vielleicht geht das ja. Ich glaube es zwar nicht, aber was soll ein Schwein schon großartig ausrichten? So, wir müssen hier nämlich aufs Rohr rauf. Dafür müssen wir erstmal hier den Hügel erklimmen. Aber das ist alles kein Hexenwerk. Das kriegt man hin. So. Und wenn man dann hier ist, ist hier so eine schöne Stufe. Und dann, tada, ist man auf dem Rohr. Und das Rohr führt schnurstracks direkt zur Überdachung. Jetzt darf man hier natürlich nicht runterfallen. Das wäre nicht so gut, dann darf man nämlich wieder zurücklatschen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Weg zum Panorama war. Hoffentlich liege ich richtig. Ich liege nicht richtig. Guten Morgen, die Dame. Ich wollte nur fragen, ob ich mich um eure Doch. Tiere kümmere. Doch. Huiuiui. Nein, es sei denn, ihr habt eine Salbe gegeben. Jetzt habe ich mich schon fast blamiert mit meinem nicht vorhandenen Halbwissen. Schön sieht's aus. So idyllisch. Wenn man nicht wüsste, dass alles und jeder einen dort umbringen möchte. So, dann sind wir schon bei 6 von 8. Dann sprechen wir jetzt noch mit dem Speer. Vielleicht kann der uns nämlich noch sagen, welche Aufgabe noch fehlt. Weil irgendwie habe ich die noch nicht gefunden. Mr. Sendaris, die geduldige Mrs. Sendaris. Ich muss euch vor den Piraten hier warnen. Ah, Wileys Buccaniere rauben euch aus. Janes Jackdaws entführen euch für Lösegeld. Aber Slates Halsabschneider fackeln nicht lange. Die bringen euch einfach um. Vergesst eure Waffe nicht. Dort draußen geht es ziemlich rau zu. Ah, ja. Wunderbar. Gut, dann haben wir die letzte Aufgabe schon gefunden. Die letzte Wegmarke ist wo? Möglicherweise auch dort. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Ein Panorama ist hier. Das zweite könnte uns noch in der Aufdeckung fehlen. Sehenswürdigkeiten fehlen noch 5. Da sehe ich aber unter anderem schon. Hier im Süden ist eine, dort ist eine. Und hier ist die dritte. Also das sind schon mal 3. Mir fehlen noch 2. Das hier sieht mir irgendwie noch nicht ganz aufgedeckt aus. Aber hier scheinen wir relativ genau gewesen zu sein. Hier scheint keine Sehenswürdigkeit mehr zu fehlen. Gut, dann denke ich, meine Lieben, werden wir beim nächsten Mal
hier diese Aufgabe abschließen und uns weiter den Sehenswürdigkeiten widmen und eventuell, wenn alles klappt und ich alles finde, wobei die Herausforderungen, die werden nochmal spannend. Also hier haben wir 1, 2, 3. Haben wir die vierte irgendwo noch zu sehen? Das wäre natürlich der Knaller, wenn ich die vierte jetzt auch gleich finde. Das war das Panorama. 1, 2, 3. Es fehlt immer das letzte, ne? Wo ist denn die letzte Heldenherausforderung? Ja, die fehlt noch. Wir gucken nächstes Mal einfach mal, wie das hier wird. Und eventuell werden wir dann mal gucken, wie das so wird. Nächstes Mal das Gebiet beenden. Das wäre natürlich wünschenswert. Meine Lieben, ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch in neuem Gewand. Fällt mir gerade mal auf, ich bin jetzt Lila. Stufe 33. Und wir sehen uns, wenn ihr möchtet, am Sonntag wieder. Wie gesagt, da findet wie immer ein Guild Wars Stream statt. Wenn ihr dort ein bisschen Content sehen möchtet, schaltet gerne ein auf Twitch um 13 Uhr. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche hier an selber Stelle, selbe Welle oder so ähnlich wieder. Bis zum nächsten Mal.